So, willkommen zurück zu Orcs Must Die, das Let's Play hier auf dem Kanal von Maddie XLP. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Mittagspause, bei dieser riesigen Halle, wo wir fast gestorben sind. Und jetzt kommen wir zu dem Strom. Ich habe mir überlegt, ob wir auf Lehrlinge runtergehen oder ob wir bei Kriegsmagier bleiben. Und wir bleiben bei Kriegsmagier, definitiv. Wir haben jetzt so angefangen und dann machen wir auch da weiter. Albtraum weiß ich nicht, ob ich da rein möchte, weil so wie ich mir den Kriegsmagier schon anschaue, das wird noch echt übel und ich weiß nicht. Also, würde ich sagen, los. Die Dampffalle. Okay, ich glaube, die funktioniert so ähnlich wie diese... Ja, wie dieser Windgürtel. Weiß ich nicht, muss man sich jetzt gleich mal anschauen. Die Bilder sagen sowas in der Art nicht mal. Ja, dann lad mal. Bitte. Danke. Okay. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. Momentchen, wo laufen die? Hier ist da so eine Tür, aber die ist, sieht so aus, als würden die nicht. Ja, und so. Hier sind Krabumfässer, oben sind schon Bogenschützen vorpositioniert. Hier ist der Spalt. Hier sind Lava, sag ich schon, so Säuregruben. Und hier ist der. Schauen wir mal ins Zauberbuch. Oh. Fliegender Gegner, der Bodenfall nicht auslöst. Danke. Wir haben wieder Ogre, wir haben wieder Koboldläufer und wir haben diese Höllenfledermaus. Und die da wird uns, glaube ich, Probleme verursachen, weil ich glaube, bisher alle unsere Fallen sind irgendwelche Bodenfallen. Jetzt aber erstmal, wo haben wir hier diesen Duftdingenskirchen? Nein, das ist der Dachgeschützte. Flutgegner. Okay, ja, sehr interessant. Lasst Gegner emporschweben. Lässt Gegner emporschweben. Lol. Ich glaube, mit der Falle können wir die Gegner in die Luft werfen und mit dem Elektroschocker werden sie dann abgeschossen. Weiß ich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den Bogenschützen. Wir nehmen wieder die Giftstachelfalle. Wir nehmen wieder die Pfeilwand. Oder? Oder sollen wir die getrennt bekämpfen? Die Pfeilwand brauchen wir dann eigentlich nicht, deswegen nehme ich noch die zwei. Wie gesagt, wenn wir nicht sterben, ist nicht schlimm. Also, dann schauen wir mal. Ich glaube, die Falle, die lasse ich vorerst mal. Ich konzentriere mich jetzt mal auf diese Decken. Willst du mich verarschen? Kann man die jetzt hier an der Decke nicht platzieren oder was? Und die gehen nur direkt... Treffen, glaube ich, nur direkt, so wie ich das jetzt hier sehe. Wie sollen wir denn die Fluggegner abschießen, wenn wir die nicht platzieren können, außer da an den Seiten? Das verstehe ich nicht. Und die kommt auch gar nicht so weit. Wir könnten damit hier die letzte Verteidigung quasi so beschützen. Oder haben wir noch irgendetwas anderes, was in der Luft irgendwas macht? Hier haben wir nur Gegnerverlangsamung, das hier sind alles Bodenfallen. Der Bodenfall nicht auslöst, das ist Bodenfalle, das sind so gut wie alles Bodenfallen. Hier haben wir noch Wandfalle, wir haben nur eine Deckenfalle. Das ist der Elektroschocker und den können wir nicht platzieren. Sind alles Bodenfallen. Vielleicht nehmen wir mal... Nein. Schauen wir es nochmal an. Wie sieht denn die... ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich hau jetzt einfach mal die Deckenfallen hier ran. Genau da. Da ist daran. Und da ist schon wieder fast kein Platz mehr. Wir werden sowas von versagen.
Dann können wir noch hier Deckenfallen ran platzieren. Jetzt haben wir noch genau eins oder zwei Pfeile. Aber die scheinen ja alle nur von da hinten zu kommen. Und das da ist quasi so ein geschlossenes Tor und da kommt auch irgendwie nichts raus. Hoffe ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt zwar jede Menge Säuregruben, aber irgendwie bringt auch nicht viel. Und oh, ich habe doch gerade sieh mal einer an, von hier kommen nachher auch welche. Ich denke mal, von hier kommen die Fliegeviecher. Ach, scheiß drauf. Okay, da kommt die Welle. Was? Oh, super! Yo, oh, super. Warte mal. Ich werde wahrscheinlich auch wieder, wie in der letzten Aufnahme, dass wir reden und mich eher aufs Spiel konzentrieren. Einfach nur mal, um euch schon mal vorzuwarnen. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen. Hier sind schon ziemlich große Gegnerwellen. Boah, neben die Säuregruben fallen. Und ich muss erstmal wieder einspielen. Das ist nicht eine Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, ich habe ja in der letzten Aufnahme schon 2 Wochen in Folge gespielt. Das war ja ziemlich nice. So. Das wäre geschafft. Das wird kein bisschen wehtun. Ja. Hopp mal. Da kommt was reingeflogen. Da kommen die ersten Gegner. Liga! In der Luft! Ich muss gleich kotzen. Ja, muss ich auch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen soll. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die. Ich weiß nicht, wie die kriegen. Ich merke nur, dass die richtig ordentlich Leben haben. Und da trotzdem die erste tot ist, kann sie nicht angreifen. Da kommen noch mehr von diesen Flugviechern. Die treffe ich auch. Die fliegen ganz in die Fallen rein. Und ich bin fast tot. Okay, ich muss schnell mein Leben regenerieren. Und jetzt haben die immer noch. Oh yeah, sind schon nah dran. Ja, sie sind nah dran, das sehe ich. Bitte, 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 treff mich scheiß fast. Okay. Jetzt noch stellen. Ja, die Gegner hier unten. Wow, da ist immer noch einer. Oh mein Gott, also diesmal deutlichst schwerer. Ich diene dem Bogen ist euer. Einfach mal 2 Bogenschützen platziert. Auf mehr als gut Glück und ich glaube, da kommen Koboldläufer. Gar nicht mal weniger. Und da kommen noch. Kommt noch eine normale Welle nach den Koboldläufern. Okay. Die Koboldläufer sind weg. Jetzt kommt die in Anführungsstrichen normale Welle. Ich sehe hier nur die normalen aus. Und sehe wieder die Koboldläufer. Ich sehe keine Bogen. Das ist schon mal gut. So, jetzt warte ich hier auf die und versuche mal mit einem. Ja, toll, danke, Mana Knappheit. Wir haben keine hinter uns. Aber jede Menge vor uns. Auch jede Menge Orks noch als Gegner. So, und jetzt müssen wir unsere Bogenschützen helfen.
genau. Okay. Danke, liebe Bogenschützen. Und die Welle wäre soweit geschafft. Ich sehe, dass die Bogenschützen hier sehr, sehr stark sind. Bereit zu dienen. Die helfen mir wirklich, aber ich gehe auch noch mal ein bisschen auf diese Luftwirbelteil fallen. Ich werde jetzt erstmal die hier verkaufen. Die habe ich da irgendwie im Kampf vorhin platziert und wollte ich da eigentlich gar nicht haben. Dann. Die kommen von da rein. Kann ich da eine Dingsfalle platzieren? Die da haben mir gar nichts gebracht. Die tue ich verkaufen. Die tue ich stattdessen ich dekoriere ein hier eine in hinsetzen. Und. Frage, kommen von hier auch welche? Wenn von hier auch welche kommen, dann würde ich mich gerne hier auch noch schützen. Oder ich stelle hier noch mehr Bogenschützen hin. Nennt mir eine Richtung. Auch hier oben noch welche, weil da sind die sicher. Also, das heißt hier oben noch einen. Den einen würde ich direkt hier herstellen. Nennt mir eine Richtung. Und dann würde ich sagen, wir haben ja keine andere Wahl, außer die Horde zu entfesseln. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zu schwer, weil es haut jetzt schon ziemlich rein. Und hier, ich glaube, die kommen jetzt von hier. Okay. Jo. Uns kommen wieder Fluggegner. Achtung! Flieger! Ich weiß, dass das Flieger sind. So, mal nochmal weggestoßen. Hier ein bisschen Schaden gemacht. Da ein bisschen Schaden verursacht. Stoßen wir nochmal weg. Haben kein Mana mehr. Weichen zurück, rein, heulen. Sehen, wie die Flieger da hinten abgeschossen werden und keine Chance haben. Sehen aber auch, wie die Orks hier immer näher kommen. Stoßen die Orks nochmal zurück. Hauen weiter auf die Orks ein. Jo, das stimmt. Nettes Rockspiel. Echt brutal. So, und wir haben noch Flieger. Aber nicht viele. Den einen können noch die Helfer übernehmen. Klasse. Und die nächste Welle nähert sich. Ich würde sagen, wir machen das einzig Richtige. Nennt mir eine Richtung. Zack. Eurem Geheiß. Und weiter geht's. Von beiden Seiten kommen Wellen und ich sehe Koboldläufer da hinten. Normale Orks kommen geradeaus. Ich sehe keine Fluggegner. Das ist auf jeden Fall meine Nase. So. Wir müssen uns nur irgendwie von Koboldläufern. Jetzt kommen auch von da normale Orks. Koboldläufer dürften alle tot sein. Und ja. Gehen ganz mal auf die normalen Orks hier. Und wir sehen weiterhin riesige Massen von Orks. Ich sehe keine irgendwelchen Gegner, die uns große Probleme bereiten können. Hier sind wieder Koboldläufer, die sind aber das geringere Übel. Wir müssen nur jetzt aufpassen. Die Orks dürfen nicht zu nah an unsere Bogenschützen kommen. Wenn die fallen, dann packen wir. So, haben wir nice. Und wir stellen weitere Bogenschützen hier auf jeden Fall. Nennt mir eine Richtung. Da, eurem da Geist zu und noch einer. Nennt mir eine Richtung. Wahrscheinlich Flieger. Nein, keine Flieger. Normale Ork. Ja, normale Ork. Die Welle sieht aber nicht wirklich gefährlich aus. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch was. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben.